Hallo und herzlich willkommen bei die Sachsengriller. Ja, viele Fragen kommen auf uns immer zu. Was esst ihr überhaupt zu euren Fleischbeilagen mit dazu? Ganz einfach. Brot. Genau. Buttermilchbrot aus dem Dutch Oven. Wie das geht, zeigt euch jetzt mal der Marco. Viel Spaß. Unser Lieblingsbrot beinhaltet natürlich auch einiges an Zutaten, welche ich hier schon mal hingestellt habe. Und zwar haben wir hier in der Rührschüssel Mehl. Das ist Weizenmehl, Dinkelmehl und Roggenmehl. Hier haben wir Buttermilch, etwas Hefe, Salz, Öl und Honig. Die genauen Mengenangaben findet ihr natürlich bei uns im Rezept. Wir beginnen jetzt mit der Buttermilch. Die werden wir etwas erwärmen und die Hefe darin auflösen. Die Buttermilch habe ich jetzt warm gemacht in der Mikrowelle. Die hat jetzt so, ich sag mal, Körpertemperatur 37 Grad. Hier haben wir unseren Hefewürfel. Den bröseln wir einfach herein. Etwas. Denn die Hefe braucht es gemütlich und warm, damit die schön reagieren und gehen kann. Etwas unterrühren und einfach beiseite stellen und wirken lassen. Während die Hefe ruht, haben wir hier unsere drei verschiedenen Mehlsorten. Da geben wir jetzt nur das Salz hinein. Nehmen uns einen neuen Löffel und rühren erstmal die trockenen Zutaten etwas durch. Hier die Buttermilch, das hat jetzt ungefähr 3 Minuten hat es gedauert. Man sieht, es gibt keine Klümpchen mehr von der Hefe. Die ist schön aufgegangen. In dem Mehl habe ich hier eine Kuhle in die Mitte gemacht. Geben wir jetzt die Buttermilch-Hefe-Mischung mit rein. Das Öl hinzu. Und der Honig. Der sorgt dafür, dass das alles geschmacklich sich ein bisschen hebt, dass der Geschmack richtig rausgekitzelt wird von den einzelnen Mehlsorten. Der soll nicht dafür sorgen, dass das Brot nach Honig dann schmeckt. Also der ist quasi nur, ich sag mal so, als Geschmacksunterstützer befindet er sich mit hier in dem Teig. So, aber jetzt kommt die komplette Mischung in die Küchenmaschine, Knethaken rein und das Ganze für mindestens 5 bis 7 Minuten richtig schön auf mittlerer Stufe kneten lassen, dass das richtig schöner, luftiger Teig wird. So sieht die Geschichte aus nach 10 Minuten Massage mit unserem Knethaken von der Küchenmaschine. Das wird jetzt abgedeckt und geht an einen warmen Ort zum Ruhen für mindestens 1,5 Stunden. Weiter geht es mit unserem Brot. Ich hoffe, man kann es sehen. Der Teig ist richtig schön aufgegangen jetzt. Das waren jetzt allerdings knapp 2 Stunden. Ich habe hier ein Brett mit Mehl vorbereitet. Jetzt holen wir den Teig aus der Rührschüssel heraus und müssen den Teig einfach immer nur mal schön von außen nach innen etwas falten, sodass das dann eine richtig schöne glatt gespannte Oberfläche wird. Immer wieder schön nach außen drücken und von außen nach innen falten. Das kann ruhig 2, 3, 4 Mal passieren, die ganze Geschichte. Und somit kommt richtig schön Spannung auf den Teig. So, sieht die ganze Geschichte jetzt aus. Dann drehen wir das rum, dann formen wir das natürlich so, wie wir das haben wollen. Der eine will ein Brotleib haben, ein Walen. Wir haben natürlich unser FT6 vorbereitet. Das heißt, wir machen die ganze Geschichte rund.
die Seiten ruhig noch mal ein bisschen hier drunter stecken und schön Rundform, so wie wir das wollen. Oberfläche noch mal mit Mehl bestäuben. Ganze Geschichte noch mal einschneiden oben, wenn ihr das wollt. Wir lieben hier diese natürlichen Risse dann, die dann entstehen beim Backen. Und würde ich sagen, das verabschiedet sich jetzt in den Dutch. In den vorgeheizten FT6 habe ich etwas Mehl hineingegeben. Hier haben wir unser wunderschön geformten Brotteig. In dem Topf sollten ungefähr um die 180, 190 Grad herrschen. Wie gesagt, 5 Kohlen unten, 11 Kohlen oben. Das Ergebnis werden wir dann zusammen sehen. Jetzt kommt nur noch der Deckel wieder drauf. Und die ganze Geschichte lassen wir jetzt erstmal in Ruhe backen. Nach 55 Minuten im Dutch Oven unser Brot. Schauen wir mal gemeinsam nach. Natürlich habe ich zwischendurch mal gelunzt. Gebe ich zu. So sieht die ganze Geschichte jetzt aus. Natürlich vom Aussehen her kann man nicht meckern. Wir machen jetzt unseren Stäbchentest. Wir schieben das mal hier in die Mitte des Brotleibs. Und es sollte natürlich kein Teig mehr dran hängen bleiben. Und das macht er auch nicht. Der nächste Test wäre der Klopftest. Es sollte sich hohl anklingen oder anhören. Das macht es natürlich auch. Wir nehmen das jetzt hier raus, machen noch ein, zwei Fotos und wir sehen uns dann beim Anschnitt schon wieder. Das Brot habe ich jetzt aus dem Dutch Oven auf ein Brett gelegt. Das Brett habe ich leicht befeuchtet von unten. So sieht der Boden jetzt aus. Natürlich bemehlt, aber ich denke, man kann es hören, dass es schön hohl klingt. Und hier habe ich ein leicht befeuchtetes Geschirrtuch. Das geben wir jetzt hier drüber und lassen das Brot nochmal für 10, 20 Minuten ruhen. Ein Brot aus dem Dutch Oven. Es ist gar nicht so schwer. Und? Jetzt habt ihr das Geheimnis, natürlich. Wahrscheinlich auch lecker. Fluffig, leicht in drinnen. Und dazu eine wunderschöne Rinde dazu, die richtig schön kross ist. Genauso, wie ich vorhin schon beim Anschnitt gesagt habe, genauso wie wir das wollen, wie wir das mögen. Es ist gut aufgekommen, fluffiger Kern, große Rinde. Und geschmacklich natürlich nicht zu flach, nicht zu extrem. Nee, top. Jetzt noch irgendwie ein schönes Süppchen oder ein schönes Stück Fleisch dazu. Top. Haben wir ja im Normalfall, aber heute geht es mal nur ums Brot. Tja, was gibt es anderes zu sagen als außer zum Nachmachen empfohlen? Ja. Das Video ist, oder besser gesagt, das Rezept ist auf jeden Fall zum Nachmachen empfohlen. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ich kann nur sagen, der André, nein, das bin ich, und der Marco, die sagen ciao, ciao, bis zum nächsten Video. Bis dahin, ciao.